Wir bleiben bei der nackte Kaiser Max. Die maximilianische Kleiderverordnung sieht die radikale Einsparung eitler Selbstdarstellung vor. Außer bei sich selbst. Weniger ist mehr, Nacktheit muss her. Nacktheit! Solange sich Geld beschaffen lässt, wird nichts geschuldet. Friede in Europa und Krieg den Osmanen! Ich zittere vor Kälte. Syphilis habe ich auch. Was? In allem bin ich. Ich. Fürst aller Fürsten. Bravo, ich. Ob gewonnen oder verloren die Schlachten. Immer Länder dazu gewonnen. Ich, Gedenke des Todes. Memento mori. Ich schaffe ein Bildnis von mir zu meinem ewigen Gedächtnis. Ich habe viel erreicht, doch vor mir selber stehe ich da als Versager. Auftritt für den traurigen Tross des Kaiser Maximilian! Wir führen aus, was er befiehlt. Wir denken nicht, wir machen mit. Anzutreten. Keiner ist als Zeugin aufgetreten. Kommt her zu mir. Ich empfange euch mit offenen Armen. Dich vor allem, Maria, Maria von Burgund. Lass dich küssen von Mund zu Mund. Und du, Bianca, sei mir nicht gram. Ich knie vor dir nieder vor Scham. Wir sind zusammengegossen, um böse Zeiten durchzustehen in jeder Gefahr. Komm zu mir. Durch meine Hitze schmelzen wir und formen uns und das christliche Abendland neu. Ein jeder Bettler, ein jedes Kind braucht einen Kasper, der ein Feenheld um seinen Willen gehorcht. Ein jeder braucht seinen eigenen Untertan. Ein jeder braucht seinen eigenen Narren. Wer tief in seine Tasche greift, kann sich schon mal eine Sünde leisten, ohne dabei im ewigen Feuer der Hölle zu schmoren. Ablassbilder. Die Endzeit ist noch. Ah! Wer die bald einmal die Endzeit verursache, wenn du nicht bald dein Maul haltest, des Volkes will feiern. Der Kaiser Maximilian hat allen seinen Frauen, legitimen und nicht legitimen, einen Batzen Geld hinterlassen. Wie viele Fälle haben wir denn noch? Einen letzten. Er ist festgehängt an seiner Maria. Draußen am Maisfeld, mitten im Sommer, weiß was. Da hat er runtergeschaut auf mich, auf sein Pferd. Und da habe ich ihn wohl erinnert an
seine Maria. Aber der Migula erinnert an meinen Ersten. Und über die Erinnerung sei mir wohl zum Kämmen. Seine Majestät vermachte diesen goldenen Becher aus dem burgundischen Erbe seiner Maria. Nimm ihn und unterschreib. Es war ein König in Thule, gar treu bis an das Grab. Der Scherben seiner Buhle einen goldenen Becher mit der Fruchtfolge aus? Und die Stücke stehen im besten Saft. Na dann, ist gegen das Verpflanzen nichts einzuwenden. Ex, mein lieber Ex, ich bin Friedrich der Dritte. Es geht nur um diesen einen Knopf. Wenn der aufgeht, geht alles auf. Halt! Wir schenken uns den Rest. Zu viel daran erinnern, wie es bergab gegangen ist mit den Bergwerken. Rattenberg haben wir jetzt schon weiter hinter uns. Alles Neuland von Tirol seit 1504. Alles aussteigen! Ja! Lagen aufschlagen, Kopfstein! Rudi ab! Mit den Verbrechern hat er angeordnet. Puh! Haben wir nie einmal so richtig in Aktion, gell? Und da sei die Schädel nur so geflogen. Und die Hände damit, weil sie so schön gebetet haben. Da hat es der Max bereut, dass er so ein Urteil gefällt hat. Aus Wut und Zorn. Ja. Den sei mal runter bis nach Passau. Da ist es ihm dann immer schlechter gegangen. In Wels. Da war dann Endstation. Er fährt mich an. Mir ist heiß, ich will mein Herz frei haben. Es schlägt und schlägt. Mein Gott, na, der hätt ja im Fieber. Ja. Ich weiß nicht, was ich dem Kaiser Max noch kochen soll. Ich mache ihm eine warme Hühnersuppe, aber er wischt die Suppe unwirsch vom Tisch und sagt, ich will was Kaltes haben. Schlussendlich sind wir dann doch auf das Naheliegende zu sprechen gekommen. Er hat gemeint, schick mir den Priester herein. Ich habe ihn beruhigen können. Was für ein Segen! Er vermacht Mittel zur Errichtung von Versorgungshäusern in einer Reihe von Städten wie Wien, Graz, Laibach und Klagenfurt. Damit die Insassen Fürbitten lesen für ihn. Du sollst ihm die Zähne ausschlagen. Na! Sein letzter Wunsch. Ich bin kein Zahnausreißer. Er will gehen, so wie er gekommen ist. Ohne Zelt.
zurück in den Schoß.